Und damit herzlich willkommen zurück hier in meinem Mixi-Universum. Ich bin der Shintuaga. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das Xenon Raumdock liegt vor uns in seiner ganzen Pracht. Aber das nehmen wir jetzt auf jeden Fall noch mit. Das scheint hier auf jeden Fall der... Mir kommt gerade so ein Gedanke. Weil das wird wahrscheinlich das Schiffsbaumodul sein. Für die Xenon. Mir kommt gerade so der Gedanke, weil Bernd Lehan ja was von einem... ja, ungewöhnliche Erweiterung gesprochen hat. Ob die Xenon vielleicht als spielbare Fraktion kommen? Das wäre ja auch mal interessant. Ah, okay, das sind zwei Module. Wahrscheinlich sogar drei. Die mal aneinander hängen. So, was macht denn meine eigene Schiffswerft gerade? Also das Kommissionssubstrat wird von irgendjemandem verwendet, definitiv. Ob da irgendwie doch Terraner-Schilde verbaut werden oder ob tatsächlich vielleicht Sigaris-Pioniere was bei mir kaufen. Weil das würde ja bedeuten, ich muss das Ganze doch nochmal ein bisschen anpassen. Das würde bedeuten, ich muss das Ganze doch nochmal irgendwie anpassen. Was aber wieder bedeuten würde, dass die Schürfer, die ich bisher dafür angestellt habe, nicht ganz ausreichen. Ja, hier fehlt jetzt zum Beispiel schon wieder das Silizium. Na gut, es kommt auch welches nach. Ich glaube, der Kranich war wirklich noch dafür gedacht, für die Terraner Werkstofffabrik zu arbeiten. So, hier kommen zwei mit Silizium voll. Na gut, notfalls muss ich halt noch eine bauen, nutzt ja nichts. Haken sich wieder gegenseitig da. So, wie schaut es hier aus? Ja, auch in den letzten Zügen. Wir noch mal einen Moment näher ran. So,
So, kleine Abwurfdrohne wird gerade gebaut. Sehr schön. Dann geht es da auf jeden Fall auch weiter. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, gebe ich eventuell einfach hier mal Höhlenteile auch so zum freien Verkauf? Bei Nanotronik mache ich das ja so. Ich wollte gerade sagen, aber ziemlich hartnäckiges Biest. Okay, auf jeden Fall haben sie anscheinend die ganzen Bergbauschiffe hier so ein bisschen aus dem Staub gemacht, wie es scheint. Naja, schauen wir mal. Sagen jetzt einfach wieder, die Kohle aufs Konto kommen, passt das ja dann. Und das sollte jetzt mit der Produktion von den kleinen Schiffen für andere Fraktionen eigentlich der Fall sein. So, bist du hier außen auch ein eigenes Teil? Wahrscheinlich. Ja gut, Waffenkomponenten fehlen jetzt, aber die werden jetzt ja auch geholt. Das passt. Das ist natürlich jetzt wirklich der Nachteil, wenn ich die Stationen so vereinzelt habe. Da ist halt der Transportweg. Der würde bei einem größeren Komplex, also größer Komplex heißt, ich würde jetzt die Schiffswerft betreiben als eine einzelne Station und alle anderen Produktionsstationen, die ich drumherum gebaut habe, gehören quasi zu diesem Komplex, zu einer großen Station dazu. Dann würden natürlich die Transportwege wegfallen. Die habe ich jetzt natürlich. Aber gut, passt schon. Also das werde ich sowieso nicht zu 100% Effizienz aufbauen können. Ich weiß, es gibt bei euch Leute da draußen, die versuchen das natürlich mit so möglichst hoher Effizienz, wie nur geht, diesen Warenkreislauf aufrechtzuerhalten oder aufzubauen generell. Und da ziehen die ihren Spielspaß draus. Ja, ich nehme es jetzt nicht ganz so genau. Noch 62. Kann natürlich sein, dass zwischendurch irgendwie, wobei das kann ich ja eigentlich mir mal angucken. Das müsste ich ja eigentlich sehen können. Information. Ah, wo war denn das jetzt? Hier, ne? Kontoverwaltung, Transaktionslogbuch hier. Nee, doch nicht. Ich konnte doch irgendwo sehen. Hier, genau. Da wollte ich hin. Ob wir hier irgendwo... Ja, ich weiß natürlich nicht. Ja, tatsächlich. Wir haben eine Terraner Gladius verkauft. Da geht natürlich dann auch die...
da geht natürlich dann auch die Technologie hin. Ja gut, dann erklärt sich das, wenn sogar Terraner bei mir kaufen. Hier nochmal eine Gladius. Ja, dann ist natürlich klar, warum das Computronics-Substrat dann halt auch mal weggeht. Aber das sind halt dann trotzdem nicht die Mengen, die ich jetzt für meine großen Schiffe gebraucht habe. Wenn alle Stricke reißen, muss ich halt den Bau von Terraner-Schiffen halt einfach untersagen. Das kann ich ja machen. Ich kann ja dann eine Handelsregel feststellen, sagen, hier, Terraner dürfen bei mir an der Schiffswerft nichts kaufen. So, hier ist nur Antigone. Das berührt das Computronics-Substrat nicht. Wobei ich auch nicht glaube, ihr seht ja, das sind nur zwei Terraner-Schiffe jetzt mal gewesen. Kann man jetzt nicht... Oh, ist doch schon zerstört. Ich wollte mich eben noch beschweren, warum das so langatmig aushält. Krass, wie viele von den verkauften Schiffen eigentlich schon wieder zerstört sind, ne? Aber gut, der Kontostand wächst wieder und irgendwann kriege ich dann wieder das dicke Geld überwiesen. Das sollte dann eigentlich passen. Ja, hier wird auch schön eingekauft, sehr schön. Jo, hier wird auch wieder Kommissionssubstrat hergestellt. Gut, gut, gut. Also, das funktioniert erstmal wieder halbwegs. Also, eventuell baue ich tatsächlich noch einen großen Kranich für die Terraner Werkstofffabrik. Ja, das dürften Verteidigungsdrohnen sein. Verteidigungsdrohne. Ja. Da ist der Laser, die sind natürlich die Laserwaffen super geeignet für. Aber die kommen spät, die Verteidigungsdrohnen. Wahrscheinlich sind die eben das alle gebaut worden, keine Ahnung. Oha! Das kann durchaus gefährlich für mich werden. Schauen wir mal. Da könntest du die Masse machen.
Okay, muss ich mich natürlich kümmern. Also Schilde halten. Ich hoffe, dass K in Reichweite ist. Sollte die Waffe auch wieder ready sein. Ja, die dürfen mir im Endeffekt nur nicht meine Geschütze wegschießen, ne? Das ist... Aber das Raumdock wird fallen, Leute. Das... Oh, 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 das probier das mal so hier. Na, mittlerweile ist auch ein P dabei. Ich sage jetzt mal, der Bowrix wissen, die soll jetzt hier auch mal. In die Nähe kommen. Also hier wirklich alles rausgefeuert, was drin ist. Erwarte Befehle. Ja, wie wär's, wenn du einfach mitkämpfst? Ja, komm mal näher ran. Ihr seht, wie hier die Waffen gezielt aufs Korn genommen werden. Boah, ey. Ich glaube, die Raumdock, das holt gerade nur noch stellt gerade nur noch Verteidigungsdrohnen her. Ah, ich glaube, das Ding ist schon zerstört. Dann jetzt last but not least. Okay, ein paar gehen jetzt auf Bowrix wissen, sehr gut. Erwarte Befehle. So, das Raumdock lebt noch. Hier wird ein Lagermodul wieder aufgebaut. Da scheint auch noch was dazwischen zu sein, da kümmert sich aber Bowrix Wissen drum. Ja, da fliegt sie in die Luft. Explosion steht vor. War es immer noch nicht. Irgendwo ist noch was.
Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier noch. Irgendwas mit Verteidigungs. Das ist doch alles zerstört. Ja gut, solange Warwick's Wissen noch irgendwas findet zum Aufballern. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Da scheint doch irgendwo was dazwischen zu sein. Auf jeden Fall explodiert hier noch einiges. So, die Drohnenansturm haben wir auf jeden Fall auch überlebt. Das sind so Kleinigkeiten dazwischen irgendwie, aber gut, Warwick's Wissen kümmert sich drum, übersehen. Explosion steht bevor. Immer noch nicht. Da, schon wieder ein Lagermodul, was... Diesmal ist es das hier. Ja, das ist hartnäckig. Immer noch nicht. Reparaturdrohne. Ja, die kommen jetzt auch raus. Gibt einiges zu reparieren scheinbar. Reparaturdrohne. Xenon Raumdorf. 2% Hülle. Ja, das werden die beiden Sachen hier noch sein. Okay, schauen wir mal. Reparaturdrohnen sind am Start. Und dann hier der noch. Also ich kann mich nur nochmal für diesen Tipp bedanken. Das macht es natürlich wirklich wesentlich einfacher. So, jetzt haben wir es aber. Jetzt ist er Schrott, das Raumdock. Ha, wir haben es geschafft. Super. Damit würde ich sagen, lassen wir es auch erstmal bewenden. Ich würde dann aber trotzdem beim Rückweg bis zur Hadikwas Entscheidung erstmal selber fliegen. Autopilot. Damit ich im Notfall noch reagieren kann. So, das Raumdock haben wir zerstört. Das wird eine Weile brauchen, bis die Xenons wieder aufbauen. Und somit hat das Patriarchat von Ziert jetzt erstmal ein bisschen Ruhe. Zumindest vor den kleinen Jägern, für den M- und S-Schiffen der Xenon. So, ein bisschen Loot nehmen wir auch noch mit. So, den Hinfliegen und Wartenbefehl. Staffel vom Kampf zurückziehen. Ja, ich denke, das ist jetzt ein guter Einstand gewesen. Wir haben jetzt also mehrere Sektoren von den Xenon gesäubert. Beziehungsweise hier haben wir noch das Raumdock zerstört. Das wird das Patriarchat wahrscheinlich... Oh. Das war ein Scheißbefehl. Das mir natürlich folgen. Ja, okay, vom Kampf zurückziehen heißt wohl dann eher fliehen. Ja, also wie gesagt, Patriarchat haben wir jetzt mehrfach unterstützt. Wir haben den einen Sektor gesäubert, das hat auch noch schön Kohle gegeben, wo das Patriarchat aber noch das Sagen hat. Dann haben wir den Xenon-Sektor hier wieder freigemacht, der eigentlich auch zum Patriarchat gehört. Und haben jetzt nochmal das Raumdock hier in Matrix 598 vernichtet. Das sollte dem Patriarchat auf jeden Fall jetzt erstmal wieder ein bisschen Luft geben. Aber vielleicht siedeln sich die Argonen auch da an. Ich habe keine Ahnung. Die beiden sind ja noch im Clinch miteinander, von daher... So.
So, Warwicks Wissen kommt aber mit. Sehr schön. Und wir haben wieder einen neuen Sektor entdeckt. Und das erklärt natürlich auch, warum die Sektoren hier an die Xenon gefallen sind. Wenn natürlich ein Matrix-Sektor direkt nebenan ist, dann kommt sowas eben von sowas. Aber ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden. Immer noch 62, hier Smart Chips, Hüllenteile. Ja, aber ihr seht, die kommen jetzt wesentlich schneller ran, die Hüllenteile. Weil halt einfach auch mehr verfügbar ist. Ich denke mal, werden hier immer noch über 50% Hüllenteile liegen. Ja. Und wie gesagt, das Geld mit dieser Station mache ich hier mit der Nanotronik, die ich verkaufe. Ja, ich kann es immer nur wiederholen, gerade wenn solche Aktionen dann halt doch gelingen. X4 ist halt doch ein besonderes Spiel. Und es ist, glaube ich, jetzt mittlerweile neben World of Warcraft, gut, World of Warcraft wird kein Spiel in meinem Leben mehr einholen, zumal ich das ja immer noch aktiv spiele. Und wenn ich mal drüber nachdenke, nächstes Jahr im November wird das Spiel 20 Jahre alt. Gut, das war der Amerika-Release, also US-Release. In Europa kam es ja erst im Februar, am 11. Februar 2025, wären dann die 20 Jahre rum. Und ich spiele dieses Spiel wirklich durchgängig seitdem. Also da will ich gar nicht wissen, wie viele Stunden ich da habe. Also reine Spielzeit ist bestimmt schon ein Jahr, könnte ich mir vorstellen. Ja, ich müsste mal gucken, man kann sich das hier anzeigen lassen mit Played. Wie lange man noch einen Charakter gespielt hat schon. Und ja, ich bin mal gespannt, zum 10-Jährigen hat jeder, der dauerhaft Abonnement hatte, dann so eine kleine Statue bekommen mit so einem Ork, der auf so einem Wolf reitet. Das gleiche, so eine Bronzestatue steht ja beim Blizzard Hauptquartier auch im Hof. Natürlich viel, viel größer. Fand ich auch eine tolle Geste, hat also jeder bekommen, der 10 Jahre lang Sub war. Oder sagen wir mal maximal eine Unterbrechung, glaube ich, von 6 Monaten hatten, ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, und da ich ja seitdem weiter auch ein Abo aktiv habe, bin ich mal gespannt, ob es auch was zum 20. gibt. Bin mal gespannt. Aber völlig egal. Aber ja, aber danach wird auf jeden Fall schon X4 kommen. Erreiche System, Ziyads Machtbereich. Von der Anzahl der Stunden her, von daher. Kann ich mit Fug und Recht behaupten, das ist eins meiner Lieblingsspiele. Hier wieder keine Terraner-Schiffe dabei. Ja. Aber es läuft jetzt wieder so ungefähr, wie ich das gerne haben möchte. Von daher, so wie schaut es hier aus? Hier kommt auf jeden Fall schon mal mehr Eis ran. Das ist wichtig, damit beide Wassergeschichten am Laufen sind. Und hier bin ich mal gespannt, wenn ich das alles in den freien Verkauf gebe, ob das denn wirklich gekauft wird von anderen Fraktionen, obwohl es ja eigentlich illegal ist, oder ob das eher so die Piraten kaufen. Weil gut, ich meine, es gibt ja nun auch jetzt, wenn man es aufs reale Leben überträgt, in Deutschland ja auch illegale Sachen und die Leute kaufen es trotzdem, ne? Also von daher. Sprungtor, Familie Nut. Genau, da sind wir doch hergekommen, ne? Genau. Hier scheint sich das auch wieder beruhigt zu haben. Ja,
Ja, bin mal gespannt, wer sich den Sektor jetzt holt. Ich könnte hier noch aufräumen, ne? Aber ich sehe schon, hier haben die Argonen eine Flotte schon. Na gut, dass ich gerade mal so Satelliten hingestellt habe. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die auf die Xenon aus sind. Also ob die eigentlich gegen die Xenon kämpfen wollen. Alter Falter, das haben die denn hier aufgefahren. Oder ob die eher sich mit dem Patriarchat anlegen wollen. Und vielleicht sind da ja auch einige Schiffe dabei, die von mir gebaut worden sind. An der Registriernummern könnte ich das versuchen, das nachzuvollziehen. Könnte also durchaus sein. Oh, wo kommt denn der Frosch jetzt her? Oder schützen die einfach nur die Position hier für... Da gibt es hier doch noch irgendwo ein weiteres Tor. Warte mal, ich habe doch den Datentresor-Speer. Der ist ja schon hier bei mir gelandet. Der soll hier einfach mal erkunden. Das ist doch mal ein guter Plan. Das nenne ich doch mal einen guten Plan. Gut, also ich denke mal, das kann man jetzt wirklich spezifizieren und bestätigen. Dass also, wenn Konkutronik-Substrat gebraucht wird, dann sind das, weil Terraner-Schiffe gebaut werden. Aber dass ich irgendwie einen Gladius schon als Blaupause gekauft habe, verwundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ah, der Autopilot. Fliegt doch einfach da durch. Ich überlege gerade, ob ich die illegale Substanzenfarm nicht auch irgendwie bewachen lasse. Oder zumindestens... Verteidigungsdrohnen. Installiere für alle Fälle. Erreiche System Familie Not. Oder die dann doch richtig bewaffne, weil. Ich könnte mir vorstellen, Piraten entdecken die halt dann irgendwann spätestens dann, wenn sie bei mir Sachen kaufen. Ich überlege gerade, ob ich nicht dann vielleicht auch einfach eher gehackt werde dann. Das möchte ich natürlich nicht. Aber das ganze Ding ist ja noch nicht fertig hier, wie wir sehen. Aber es nähert sich dem Ende. Sprungtor, Familie Zinn. Zahlung erhalten, 741 Credits. Will ich da gucken, was da verkauft worden ist? Wahrscheinlich ein Kaufvolumen, also das ist wahrscheinlich der Gewinn davon. Und vorher wurde 1 Million Credits umgesetzt. Ja, gucken wir mal hier, wie schaut es hier aus? Ja. Aber wir haben wieder ein bisschen mehr Konkutronik-Substrat.
Also vielleicht wirklich einen weiteren, wobei hier kommt schon direkt Silizium. Ein weiterer Erdschürfer. Das Ding produziert vielleicht dauerhaft. Ja, müssen wir echt mal schauen. Ansonsten füllt sich es ja hier auch langsam wieder. Fordere umgehend Verstärkung an. Aha. Hier. Betrifft mich das? Ja, es betrifft mich. Autopilot ausgeschaltet. Das dulden wir natürlich nicht. Und da wir jetzt in Familie Nutz sind, müssten wir eigentlich dafür jetzt auch wieder Kohle kriegen. Oh, hier ist wieder richtig was los. Explosion steht bevor. Das konnte man nicht auf uns sitzen lassen. Fordere umgehend Verstärkung an. Ja, ich glaube, dass da werden wir nicht mal rechtzeitig für den einen kommen, weil das ist eine Verteidigungsdrohne. Wahrscheinlich nah genug dran für S. Danke für Ihre Hilfe. Genau. Da sind die 600.000 für das K. Okay, ich würde sagen, wir gehen aber wieder auf alten Kurs zurück. Fordere umgehend Verstärkung an. Ja, ein Dixino und das K wird wohl dann hier irgendwie aus Tarkas Zusammenbruch wahrscheinlich irgendwo herkommen. Also von hier rüber. Ja gut, das Bergbauschiff könnte auch noch wegballern. Habt ihr recht. Oh, ich sehe gerade, ich habe wieder massiv überzogen. Das kommt davon, wenn man halt einfach nur noch am Zocken ist und nicht mehr auf die Zeit achtet. Ja, habt eine schöne Zeit. Seid gespannt, wie es weitergeht hier in meinem X4-Universum. Bis dahin. Ciao, ciao.